habe Respekt vor Templer. Die haben nämlich am Anfang ganz schön Schwierigkeiten, finde ich. Dann loskommen. Schön ein bisschen wischen. Schön ein bisschen wischen. Die Mädels sind irgendwie leichter als die Jungs. Das finde ich jetzt total doof. Das finde ich so ein bisschen nicht korrekt. Mann, ich hätte das Mädel da drüben nehmen können. Ach, wir können ja mal die Dinger ausprobieren, ne? Blub. Nein. Lauf doch nicht weg von mir. Ich tue doch gar nichts. Hier. Helf mir, Brüder. Nee. Ja, wenn deine Schwester, tut mir leid. Die Hilfe kam zu spät. Die Klasse wird bis 5:45 nicht kommen. Dann muss ich ja dieses Slot ewig aufrechterhalten. Aber das ist es mir wert. Also eine zweite Künstlerklasse, also... Da wäre ich ja... Nee, da wäre ich nicht mehr zu bremsen. Ich glaube, dann könnt ihr mich erstmal nach ein paar Monaten wieder vom PC wegholen, wenn die zweite Künstlerklasse kommt. Da wird bestimmt für 75 durchgezockt. Ich hab mich fast vertut getan. Ich hab mich vertut getan. Das ist kein gültiges Ziel. Das Ziel ist immer gültig, solange ich es anvisiere. Wie kannst du Matt und Clary aber keinen Templar? Templar ist einfach... Nein, das geht nicht. Du rennst vor, bist immer das Opfer in der Instanz, weil... Nee, du hast die Akku nicht gezogen und du bist so dumm und du kannst nicht tanken und... Nee, du bist scheiße. Du bist einfach nur scheiße. Das ist mein Vogel gewesen. Grunhilde, das war meiner. Oh, wird mir schon wieder alles gemopst. Ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Das ist bestimmt Gustavs Frau mit der Abkürzung. Die wollte es nur nicht ausschreiben. Ist das dein Ernst? Geh weg. Geh weg, du bist... Nein, geh weg. Mit deinen Bienen und Blümchen und... Geh weg, das ist alles meine. Ach ja. Ich meine, der Krieg um Mobs, das ist das Schlimmste an solchen Quests. Ich dachte, zum Montagabend ist ja niemand. Ich habe mich, glaube ich, getäuscht. Und es sind noch ein paar Mobs. Okay, bitte ein Fleisch. Ich habe Hunger. Gib es mir. Ich mache keinen Schaden. Ich brauche. Ich weiß, ich muss das mit diesem Jumpen und den Hits und so, das muss ich alles mal üben, das mit den Kiten und so, das ist so eine Sache, ne? Wir haben unseren coolen göttlichen Schlag ab. Finde ich nicht. Aber wäre voll die Verschwendung eigentlich, dieser Mops. Müsste man dann Gulus ausprobieren. Weil da sterbe ich. Aber das wär's wert. Einmal gegen Gulus. Ist er. Wenn man vom Teufel spricht, wie bestellt. Mensch. Gulux Perfect Design ist awesome. Richtig Gulux ist awesome. Ach ja. Aufpassen nicht, dass der mich triggert. Ich bin gar nicht da. Ganz cool, dass sie den beibehalten. Er ist einfach schnucklig. Nee, er ist gelb. Nee, das traue ich mich nicht. Später, bevor wir die Map verlassen, dann probieren wir das mal, Gulux zu legen. Das ist lustig. Es ist halt immer so, man ist irgendwie immer das Opfer, habe ich das Gefühl. Wenn es dann so High-Level losgeht, also... Könnte man Lieder von singen. Bade, warum hast du den Display nicht mitgenommen? Warum hast du den Stigma nicht da? Warum bist du auf Mana weggegangen? Bist du dumm?
ich mir immer denke, Leute, fragt vorher, ob wir ein Display drin haben im Team, ob der Bade wirklich den ausgerüstet hat oder nicht. Aber dann nicht hier Flame und einen aus der Instanz werfen. Das finde ich immer so asozial von Leuten. Wenn sie dich wegen eigentlich nichts aus der Instanz werfen. Und man hätte sagen können, ja, okay, geh noch mal kurz raus, rüste den scheiß Stigma-Stein aus und fertig. Aber nö. Kick. Du wirst aus einer Instanz gekickt. Und das war noch zu Zeiten, wo du Instanzen nicht so oft betreten konntest. Das war zu Zeiten, da hast du halt auf die Instanz eine Woche gewartet, bis du noch mal rein durftest. Das fand ich so bescheuert. Ach Mensch, Spiele können es doch nicht mal sein. Ach, wir müssen ja noch Lobotomiten. Also Tentakulas. Ich dachte, wir wären fertig. Ja. 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 Ich würde jetzt sagen, er soll mal Platscher einsetzen, weil es würde zu seiner Klasse auch voll gut passen, ne? Nicht nur zu Carpenter, sondern auch zu dem. Jetzt mal Platscher ein. Oh. So, dann gehen wir noch Tentakulaten killen, weil die brauchen wir noch. Und dann müssten wir alle haben. Genau. Gut ist, die greifen uns nicht zuerst an, sondern wir greifen sie an. Dann können wir den Hinterhalt angehen. Planen. Da wird sich vorhin gesetzt, Plan gemacht, wie verhält sich dein Gegner und dann wird zugestochen. Obwohl, nein, erst musst du drüber nachdenken, bist du stark genug dafür? Dann könnte man über einen Plan nachdenken. Dann guckt man mal, ob man überhaupt genügend Skills dafür hat. Und Tränke? Dann könnte man mal gegen einen Level 1er antreten. Erst dann. Vorher nicht. Das wird nämlich sonst. Müssten aber auch nicht mehr so viel sein, oder? Irgendwie nur noch 8 Stück oder so. Ach, ich freue mich schon, wenn ich ein paar mehr Skills habe. Auch noch 5. Ich glaube, wir werden locker Level up. Richtig easy going. Ups. Hat keiner gesehen. War es nicht? Hat einfach keiner gesehen. Man hat nichts gesehen. War alles geplant. Predicted. Noch 4. Ist hier noch einer? Ja. 10 und 3? Nein, das sind 4. Alle sind hier. Juppie. Das heißt nicht mehr weit laufen, obwohl. Ach, vergiss immer, dass wir fliegen können. Vergiss immer, dass wir zusammen fliegen können. 2 Stunden in die Schalgen und schon vergisst man, dass man fliegen kann. Katastrophe. Die nehme ich nicht. Ich hab genug. Stell mir das. Ich habe mal so überlegt, wenn ein YouTuber ein Video über Professionen in Alien machen würde, wie man das so gestalten könnte. Ich hätte mich fast weggeschossen in der Bahn, wo ich mir dann so überlegt habe, wie man das machen könnte. Auf der einen Seite wäre es total lustig, wenn man einfach so eiskalt, ganz stumpf, nur die Profession levelt und irgendeinen Scheiß nebenbei macht. Keine Ahnung, Puzzle. Oder irgendeinen Scheiß nebenbei macht, aber eiskalt die Profession nebenbei levelt. Das wäre voll lustig. Naja, zumindest nicht. Stirb! Tentakula! Ich hab mich verdrückt. Das war gerade total sinnvoll, den Überraschungsangriff zu nutzen, ohne mal dahinter zu laufen. Aber jetzt haben wir alles. Jetzt bin ich fertig. Noch einmal kurz heilen. Und dann geht's ab. Ab die Post. Jetzt geht's wieder los mit. Geh zu ihm, sprich mit ihm. Bekomm das, bekomm Geld. Und Geld regiert die Welt. Zuckersüß. Ich hab schon wieder ein Level up. Ich freue mich schon, wenn ich ein neues Geld. Mentor gesucht für ein Feiertempel. Snoop Dogg. Irgendwann kenne ich den Namen. Und irgendwie gefällt er mir nicht. Nicht so viel Sonne, hoffe ich doch. Nee, nein, nie so viel Sonne. Nee, lieber nicht. Ich verbrenne mal so schnell. Ey, stopp. Tulberg, bitte, bleib stehen. Bitte.
bitte. Mutter! Unsere Sache ist gerecht. Stehen geblieben, nur für mich. Ja, man bräuchte halt echt gute Gesprächsthemen, um Profession zu zeigen. Aber es wäre doch mal eine Herausforderung wert, oder? Ich meine, dumm rumlabern und Müll labern kann man, glaube ich, immer gut. Oder du trinkst vorher mal ein Gläschen, ne? Ohne es zu verraten. Dann geht das bestimmt auch gut. Aber nur ein Gläschen, damit man nicht anfängt zu leiden oder so, wäre sonst doof. Das ist ja bestimmt trotzdem lustig. Oder man spielt nebenbei Stadtlandfluss. Was für Umbra? Oder hier, ne? Adventure Capitalist. Das habe ich immer gerne gemacht. So bei irgendwelchen Loadings-Grüße so, ach, spiel doch mal Adventure Capitalist. Die Musik ist lustig. Es ist total langweilig und stumpf. Aber du spielst was. Hauptsache. Ich glaube, der liebt dich, wenn du mich willst. Natürlich, Tullberg, ach, der liebt mich. Seid ihr gegrüßt? Er hat nur wegen mir seine Zeit geopfert und ist mal kurz stehen geblieben. Haben wir jetzt alles? Ja. Das da? Nee. Ich muss in die Richtung. Nicht da, ich muss. So, haben wir jetzt alles? Nee. Ja, Hammer. Weiter geht's. 14,5. Man geht schneller als ich dachte. Na gut, es gibt ja auch jetzt den EP-Buff. Da kann man ja nur schnell leveln. Obwohl, manchmal bin ich auch zum blöd zum Leveln. Bin ich jetzt richtig? Nein! Ich. Oh, Facepalm. Ach, ich laufe natürlich immer in die falsche Richtung. Mann, ich wollte eigentlich schon längst mal die eine Instanz noch laufen. Mal später machen. Ab durchs große Tor. Wir können eher drüber fliegen, aber. Wir haben Nacht. Es ist 20 Uhr. 48. Boah, ich bin gut. Wir müssen aufpassen, dass uns nichts passiert. Hat einer eine Taschenlampe parat? Wird dunkel. So, jetzt dürfen wir alles wieder laufen. Und wir stinken. Oh, wir stinken. Ich weiß, das ist die göttliche Kraft. Ich nenne es trotzdem mal, wir stinken. Ich finde, das sieht ja mal aus, als würde man stinken. Erst gelb. Und dann wird es irgendwann richtig eklig orange-rot. Das wäre so voll. Nee. Ist da voll Strecker on. Also, wenn sich sowas aussehen, ist einfach geil. Ist der Vollstrecker und. Seid mir gegrüßt. Schreibblock gerade kann man mitnehmen. Das ist einfach. Das ist nur gelaufen. Jetzt haben wir aber noch was Schönes, was Gelbes. Wärmt euch am Feuer auf. Nee, mir ist warm genug. Die Susu sollten die Wagen jetzt mit Odella gefüllt haben. Verbrennt sie. Alle. Alle! Oder gar keinen. Ja, die Susu. Wärmt euch am Feuer auf. Ich glaube, sie stammen so ein bisschen aus der Richtung der Bienen, denn Bienen, die summen ja so gerne. Und die Susus, keine Ahnung, wie die machen. Wir werden es, glaube ich, gleich erfahren. Was wünscht ihr? Ich wünsche nicht. Doch, eine gute Belohnung. Eine gute Belohnung wäre mir schon. Wäre alles. Ach, wir machen einfach, dass wir die Quest wissen. Wieso langweilig? Vögelchen, stirb! Langsam. Oh, er hat das nicht gehört. Du solltest doch nicht so langsam sterben. So ein One-Shot wäre schon cool gewesen. Krieg ich wenigstens deine Feder? Ja? Nein? Na, war es denn nun? Ist es ein Ja oder ist es ein Nein? Fangen wir ein Ja. Beim Abgang. Wir töten einfach alles, was hier rumfliegt und kreucht und flauscht und dann ist alles schnieke. Dann sind wir fein und vergesst immer, dass ich Skills habe. Na komm. Ich könnte eigentlich nebenbei mal sammeln. Sammeln. Das ist auch wieder sowas. Das ist Hobby Nummer 2 eigentlich so.
Erstes Hobby, Profession. Zweites Hobby, Sammeln. Obwohl, eigentlich müsste es andersrum sein. Aber Sammeln ist auch ein tolles Hobby, wenn du so einen ganzen Tag in Aiden rumrennst und nur sammelst. Ach, das waren Zeiten, wo ich sowas noch gemacht habe. Ah, oh, nee. Es ist auf der Dauer, es ist anstrengend, aber es ist doch irgendwie verdammt lustig. Schlimm ist dann, wenn man in PvP-Gebieten ist und das dann so Freitagabend ist und... Ach, die Helios kommt gerade mal vorbei. Warum nicht? Und du sammelst. Vielleicht gerade einen Apfel. Vielleicht auch eine Möhre. Und dann kommt so ein Typ vorbei und denkt so... Nee. Auch wenn es ein friedlicher Sammler ist. Und du musst sterben. Das sind immer so doof. Du sammelst den ganzen lieben Tag. Und dann kommt so ein Dummer vorbei. Und sagt so, ne, nicht mehr. Ist meins. Ist meins. Meine Kartoffel. Oder meine Karotte. Das sind immer die besten, wenn man sich dann anfängt, um Gemüse zu streiten. Nein, alles mein. Und im Grunde ist ja sowieso immer alles jedem. Und am Ende ist immer der Gewinner, der zuerst da war. Denn wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist halt so. Und ich brauche Verbindung. Kann ich noch ein? Bitte. Okay, dann nicht. Dann trinken wir halt mal ein, ne? Hast du das neue Inventory manchmal? So, ist. Ein Pinguin. Um diese Jahreszeit perfekt. Ey, ey, Pinguin, ich hab hier Schnee liegen. Willst du rutschen? Ich hab auch einen Schlitten, aber den brauchst du nicht. Oh, jetzt wird stachelig. Ah! Ah, schlechtes Timing. Richtig scheiße. Missplayed von mir. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Doch. Den Vogel da. So, das da und das da und das und das da und das und ich hab mich getroffen. Und ich dachte, das Rumrennen hilft. Wieso gibt uns hier keiner seine Federn? Das ist bestimmt wieder so eine sinnlose Level-Quest. Ach, du musst mal ein paar Vögel killen. Ist ja nicht schwer an sich, ne? Aber Hinweis, es droppt nur alle drei Vögel. Viel Spaß. Das hätten sie ruhig mal reinschreiben können. Ey, eine Feder. Ich hoffe, sie schickt uns dann nicht nochmal los, um Federn zu sammeln. Nur weil sie wieder zum blöd war, mit denen umzugehen. Der Folge mal. Oh, das war clear. Das war eine clear Comb. Das war eine schöne clear Comb. So. Noch 9 Stück davon. Du bist kacke. Hab ich das schon gesagt? Ja. Oh, Clear Hit. So lobe ich dir das. Man kann heutzutage eine Legionsanmeldung schreiben. Wie geil ist das denn? Oh ne. Willkommen in der Familie. War kein schöner Clear Hit. Ich hätte ihn erst dann sollen. Das ist das falsche Ziel. War ein Kompfehler von mir. Warte. Auf. Schönheit. Langsam kriegst du hin. Dann läuft es auch alles gleich viel schneller. Man muss nur verstehen, wie es geht. Und wir stinken langsam orange. Das ist ja mit Orangenaroma. Keine Ahnung. Nee, Dodge. Mekonic. Noch fünf. Könnten ja mal unseren coolen Angriff hier ausprobieren. Wir haben eh fast 4000, da kann ich sogar fast zweimal einsetzen. Wo seid ihr? Da. Skill up. Es lohnt aber fast gar nicht. Es lohnt einfach nicht bei diesem Mob so ein geiles Skill zu benutzen.
nicht. Und er hat mir schon wieder irgendwas auferlegt. Ich wurde verflucht. Warte. Das kann ich gut. Und das würde jetzt. Okay. Siegel! Oh. Rando! Nein, ich bin irgendwie aus den Komps raus. Dreck. Drei noch. Da geht's weiter. Drei noch. Counterangriff dauert aber so lange. Muss schneller gehen. Ich bin doch Assassinen. Das muss doch blitzschnell gehen. Ich muss auch schneller als ein Blitz sein. Schneller als ein Wind. Ja. Als Assassine ist man doch awesome. Das ist kein gültiges Ziel. Assassine sind so richtig böse, kleine Zwerge, die dann auf einmal hinter dir stehen, die stunnen und dann bist du auf einmal tot. Und denkst du, was war das? Dann denkst du so, das war ein Assassine. Komm, komm, los, komm, komm, komm. Mann, du hast deinen Irokesenschnitt. Das ist kein gültiges Ziel. Fällt mir das jetzt erst auf. Ey, wir haben es geschafft. Wir haben Quests geschafft. Und danach folgen noch mehr Quests. Warum nicht? Das ist nun mal das System. Ich kann mich dem wieder... Ich kann mich dem System ja leider nicht widersetzen. Und sagen, ich bin jetzt mal High Level. Wärmt euch am Feuer voll auf. Ich entscheide mich für das High Level. Was wünscht ihr? Ich wünsche, ich noch mal losgeschickt zu werden. Nee, das kannst du vergessen. Wir müssen Liberatisten töten, einen Baum eine Frucht pflücken, in einem Dorf mit Leuten quatschen und Mais zurückholen. Lup. Oh, weil wir Skill haben. Das könnt ihr nicht angreifen. Nee, können wir nicht. Das können wir, siehst du doch. Lup. War keine schöne, war nicht gut. Mir fehlen noch so ein bisschen Siegel. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Fehlen die Siegel irgendwie. Es sind zu wenige. Es sind zu wenig Siegel. Für meine Verhältnisse. Der läuft zu langsam. Sollten wir nicht auch noch die Wägelchen da kaputt machen? Da war doch noch was. Na komm. Huch, da bin ich sogar fast verdrückt. In die Ecke. Dip, dip, langsam, schnell, bitte. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Das ist das falsche Ziel. Okay, fliegen geht natürlich auch. Halt. Ich platze hier mal so rein. Ich hoffe, das ist okay. Oh mein Gott, ich muss hier in die Skill kommen. Sie hat mir jetzt gerade null gebracht. Ziel ausgewählt. Null. Absolut null. Hä? Er erklärt mir, ich soll Karren verbrennen. Geh ins Dorf. Sagt das Spiel, Karren verbrennen. Denkt mir so, weiß ich doch. Was ist hier los? Ja, du musst sterben. Susu. Ja, bitte. Bitte gesagt. Jetzt? Vielleicht jetzt? Nee, jetzt? Komm schon. Danke. Einer noch. Boah. Ich soll mich heilen. Und über so einen Karren in Brand setzen, weil ich ein kleiner Feuertoffel bin. Oh, da steht einer günstig. Hi! Ich mach nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Aber es reicht für dich. Für dich reicht's immer. So, Karre Nummer 1. Ach, mit Level 25 noch Xana. Ich hab noch einige Chars. Ich komm mit. Ich habe da noch so ein paar Legionsaufträge zu erfüllen. Da ist Noxana noch mit auf der Liste, weil ich zu faul bin, da einfach durchzulaufen und den Boss zu killen. Ich
stärkere Hobbys habe. Beziehungsweise meine beiden High-Level-Charaktere können kein Loxana, also die Aufträge nicht mehr annehmen. Weil Schicksalsdeva und so. Und meine anderen muss ich einfach mal durchlaufen. Ich dachte gerade, der wäre von mir in den Augen verschwunden. Sammler töten! Töten! Aua. Jetzt habe ich keinen Skill. Wenn Skill kommt, ist scheiße. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Nein! 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 Ruf keine Hilfe! Ruf keine Bitte nicht! Hühnerring, den haben sie schön gemacht. Er hat einen Redesign bekommen.